Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen im neuen Jahr, herzlich willkommen zum ersten Aktien-Roundup in diesem Jahr. Hallo Christoph. Herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder, herzlich willkommen, liebe Gäste. Ja, wir starten direkt spannend rein, kann man so sagen. Wir haben ja viele, viele Themen letztes Jahr besprochen. Wir haben letztes Jahr gesammelt, glaube ich, über viele Wochen zusammen hier im Aktien-Roundup uns ein, oder ihr habt euch ein Depot aufgebaut, kann man so sagen. Wir sind fast am Ende, habe ich gesehen. Also es fehlen noch ein bis zwei Titel und dann können wir einen Haken an zumindest dieses Depot machen. Dann gibt es natürlich ein neues, das ihr euch zusammenstellen könnt. Werden wir gleich drauf blicken. Wir gucken uns heute natürlich wieder ein Unternehmen an, ein Unternehmen in Kürze an. Heute wird das Hershey's sein. Und warum Hershey's, fragt sich der eine oder andere. Also die Frage meistens war ja, was ist Hershey's? Genau so ist das, glaube ich, ja. Hershey's, und man sieht es ganz gut so ein bisschen an der Farbe. Es geht viel um Schokolade, es geht viel um Süßigkeiten. Und lass dich also Weihnachten inspirieren lassen. Genau so ist es. Wir sind ja so in der Zeit, jetzt vielleicht mit den neuen Vorsätzen fällt es beim einen oder anderen wieder weg, aber es ist doch irgendwie so die dunklere Jahreszeit und dementsprechend auch eine Zeit, die sehr, sehr geprägt ist von viel Süßigkeiten, von vielen kleinen Leckereien, kann man so sagen. Und deswegen gucken wir uns heute Hershey's an. Wir haben uns ja auch schon mal Mondelez angesehen. Allerdings, ja, Hershey's, Mondelez ist so ein bisschen das Konglomerat oder die Konkurrenz von USA zu Europa. Sind zwar beides US-Unternehmen, aber Mondelez ist mit deutlich stärkerem Fokus auch in Europa vertreten, expandiert auch in andere Regionen. Hershey's ganz, ganz stark in den USA vertreten, expandiert jetzt auch so ein bisschen in die anderen Regionen, ist aber ja von den, sag ich jetzt mal, von den Headquarters kann man ganz klar sagen, Hershey's USA, Mondelez Europa. Trotzdem, ja, gucken wir mal rein. Hershey's ist quasi ein sehr, sehr altes Unternehmen. Wir gehen gleich mal durch die Geschichte. 1894 ursprünglich gegründet. Es gibt eine eigene Stadt, die wir uns angucken, die Hershey's heißt, weil dort quasi die Arbeiter von der Fabrik gewohnt haben. Es gibt da eigene Parks, eigene Freizeitaktivitäten, die alle Hershey's heißen. Warum gucken wir jetzt aber Hershey's eigentlich aus einer Aktiensicht an? Und das sieht man ganz gut in diesem Graph. Der ist nicht top aktuell, aber man sieht ganz gut so ein bisschen den Vergleich des S&P 500 Food, also des Food-Sektors im S&P 500. Den sieht man hier in gelb abgetragen. Und dieser S&P 500 im Food-Sektor, ja, der, sag mal, ist zumindest in dieser Ansicht relativ geradlinig, während natürlich die Aktie von Hershey's hier auch schön abgebildet, sich in dieser Zeit, ja, verdoppelt hat, kann man so sagen. Wir reden hier über einen Zeitraum von Dezember 2017, in dem Falle bis Dezember 2022. Wenn wir mal ganz kurz auf den aktuellen Kurs schauen und ich wechsle dazu mal kurz das Fenster, dann sehen wir ganz gut hier den Kurs von, ja, auch wieder 2017, ein bisschen weitergezogen, nämlich nicht nur bis ja, 10. April 2023 und auch nicht bis zum Dezember, den wir hier haben, 2022, sondern wir sehen halt, dass es seither ja so einen ganz ordentlichen Knick nach unten gab. Woran das liegt und warum das so ist, das gucken wir uns an, aber insbesondere gucken wir uns das natürlich auch an, weil man sich die Frage stellt, ja, was ist jetzt an der Stelle? Geht es eher weiter nach unten? Geht es weiter nach oben? Mit Sicherheit sagen kann man das natürlich nie, nicht, aber man sieht natürlich für Investoren, die auf der Suche sind, vielleicht nach günstigeren Einstiegsmöglichkeiten, kann man schon sagen, hier würde sich zumindest so eine Einstiegsmöglichkeit ergeben, die ja mal wieder auf etwas interessanteren Niveaus ist, zumindest gegenüber, ja, den Qualitäten oder des Kurses, ja, so im Mai 2020. Ja, also eine Sache kann man auf alle Fälle sagen, das ist ja die 200 Wochentage, nicht Tage, sondern Wochenlinie, ist ja ein Wochenchart. Ja. Und die letzten zwei Touchpoints, die man ja links sieht mit dieser Wochenlinie, waren davon geprägt, dass der Kurs dann eher nach oben gestiegen ist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter rauszoomen, ich würde mich mal kurz dafür auch mal interessieren. Ja, also auch da sieht man, muss man schon bis 2009 zurückgehen, oder 2007 bis 2008, 2009, wo man mal deutlich drunter war. Danach war jeder Touchpoint da auch zu sehen. Und ja, Davor 2015, 2016, immer wieder davon geprägt, dass der Kurs von da eher wieder abgeprallt ist. Aber schauen wir uns das Unternehmen ja erstmal an, bevor wir uns schon spekulieren, ob wir da einsteigen. Genau, wir gucken, machen später nochmal ein bisschen Chartanalyse. Wir fangen aber an wirklich mal kurz mit der Geschichte von Hershey's. Und ich habe es gerade angesprochen, 1894 wurde das Ganze gegründet. Und das ist auch so ein bisschen der Startschuss des Unternehmens. Es ging damals schon um Süßwaren. Es ging damals schon um die Herstellung von verschiedenen Produkten. So einen richtigen Durchbruch gab es dann mit der Schokolade, kann man so sagen, mit der ersten Milchschokolade.
Ja, und hier sieht man mal so ein kleines Abbild davon, von diesen ersten Fabriken. In Pennsylvania wurde das Ganze quasi aufgebaut, natürlich damals noch verstärkt mit Kutschen, verstärkt mit richtig viel Handarbeit auch verbunden. Man kann sich das auch so vorstellen, dass natürlich insbesondere zu dieser Zeit Schokolade und Süßwaren wirkliche Luxusprodukte waren. Also es war echt richtig teuer quasi, diese Produkte zu besorgen, und es war dementsprechend auch ein lukratives Geschäft, sie auch irgendwie zu verkaufen. Man sieht, kennt das ja von Luxuskonzernen, wenn Produkte teuer sind, lässt sich so ein bisschen Marge immer etwas besser darin verstecken. Was ja im Food-Bereich allgemein eher schwierig ist, aber genau kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, wie das bei Hershey jetzt heute aussieht. genau aber man sieht halt trotzdem ganz gut, es ist eine alte Historie, und ich habe es gerade eben schon angekündigt und ich wollte es auch einfach mal zeigen, weil ich es doch irgendwie so spannend fand. Es gibt eine Stadt, die heißt Hershey, man sieht es hier so ein bisschen, die liegt auch in Pennsylvania, und man sieht so ein bisschen, wie dieses Unternehmen diese Region geprägt hat. Es ist natürlich keine Weltstadt, aber man sieht es ganz gut. Es gibt zum Beispiel Hershey Park Stadium, es gibt Hershey Park generell, man sieht hier die Hershey Gardens, die man hier auch hier oben sehen kann. Gibt es da Schokobrunnen? Ich würde es mir wünschen, so wie bei vielleicht Willy Wonka, aber man sieht hier ganz gut, es gibt viele Sachen, die halt wirklich Hershey heißen. Das hängt Das ist entstanden, wenn man wirklich die Arbeiter dann auch in so einer Stadt genau, also hingebaut hat, die die Stadt wurde wirklich Wohnraum. gegründet damals von den Gründern, und mit der Idee, ja, die Arbeiter, die müssen irgendwo wohnen, man brauchte viel Arbeiter, es war viel, viel Handarbeit, und hat diese Stadt quasi mit ins Leben gerufen. Mittlerweile, wie gesagt, heißt sie Hersheys, auch das ist natürlich ein Grund, warum einige Sachen dort auch Hershey heißen, aber man sieht, ja, das schwingt schon ganz schön deutlich mit, und ja, das Unternehmen ist auch ansässig immer noch in Pennsylvania. Und die Stadt, um die es da eigentlich geht, ist Derry Church, die nochmal so ein bisschen in dieser Region irgendwie auch vertreten ist. Aber das kann man so ein bisschen sagen zu Hersheys. Ich finde es irgendwie ja ganz spannend, dass es dann doch so diese Verbindung gibt. Wenn man jetzt in die reine Produktsicht geht, dann sieht man hier Hersheys Milk Chocolate, also die erste Milchschokolade. Das war wirklich so der erste Verkaufsschlager. 1900 war das. Da ist man so wirklich mit der Fabrik nach außen gegangen, man hat die entwickelt, man hat es vertrieben, das Ganze kam ganz gut an. Man hat auch so ein bisschen den nationalen Durchbruch quasi geschafft und hat dann auch sehr, sehr schnell angefangen, weitere Produkte zu entwickeln, weitere Produkte herauszubringen. Einige sind so sehr, sehr alt und trotzdem noch ikonisch. Es gibt also diesen klassischen, man hat es gerade eben auch im Logo gesehen, diesen Chocolate Kiss quasi, diesen Chocolate Drop so ein bisschen. Das ist immer noch etwas, was Hersheys mit begleitet. Es gab da so eine eigens entwickelte Verpackung zu, dass man sie so schön öffnen konnte, und das Ganze hat dann wirklich diesen Chocolate Kiss irgendwie ausgemacht. Und das sind so Ikonen, die immer noch beliebt sind für Hersheys als Unternehmen und auch Produkte, die halt in dieser Zeit auch entwickelt wurden. Wenn man so ein bisschen auf die weitere Hinsicht blickt, dann sieht man auch hier so ein bisschen den Gründervater und auch so die Richtung, in die das Ganze gegangen ist. Und Hat er so viele Kinder gehabt oder ist das jetzt, hat er naja, so das viele ist Kinder so ein fürs bisschen aber der Produkt? Grund, warum man auch sich weiß, dass viele Sachen dort irgendwie Hersheys heißen. Die hatten selber halt keine Kinder und haben angefangen, sich aber sehr, sehr viel um Kinder in Armut so ein bisschen zu kümmern, haben Schulen geschaffen, wo diese Kinder aufgenommen wurden, Schulen geschaffen, wo man sie das Ganze so ein bisschen weiter vertrieben hat. Also es war sehr philanthropisch, kann man so sagen, sehr großzügig so von der Kultur. Natürlich wird das hier auch sehr schön vom Unternehmen gelebt, weil das ist eine Geschichte, die sich gut erzählen lässt, aber auch so ein bisschen eine Geschichte, warum die Namensklatur so war. Und das war hier im Jahr 1909 schon, also gar nicht mal so lange nach der Gründung her. Es war natürlich schon ein etwas größeres Unternehmen, aber hatte noch längst nicht die Ausmaße, über die wir heute sprechen. Das Ganze ging erst so richtig los im Jahr 1927, und das hier ist so ein bisschen das, worüber ich gerade gesprochen habe, diese Ikone, die immer noch im Logo so ein bisschen steckt, dieser Chocolate Kiss, der in dieser Folie steckt, und der war auch präsent beim Börsengang 1927. Auch wenn er hier so ein bisschen skeptisch beliebäugelt wird, ist das so ein bisschen ja, das Maskottchen, was man mitgetragen hat über die Jahre. 1927 dann auch wirklich einer der ersten größeren Unternehmen, die an den Finanzmärkten aktiv wurden, und man sieht ganz klar, wo da auch die Ambitionen dann halt hingingen, also weitere Expansion, insbesondere national expandieren, aber auch international Beachtung finden. Das war so die Zielgruppe von Hersheys. Extrem hat diese auch gefunden in diesen klassischen Rationen, die man so kennt von den Weltkriegen, auch von, ich sag jetzt mal, europäischen Schokoladenherstellern. Ist das hier auch mal so eine, ja, eine Packung quasi, eine Ration für die US Army in dem Falle.
Auch da gab es diese D-Ration, über die man gesprochen hat, und die gab es halt auch von Hershey's. Also auch da war man schon relativ präsent. Das ist natürlich so ein bisschen die alte Variante, wenn man jetzt an die neueren denkt und sich fragt, ja, was sind jetzt eigentlich Produkte von Hershey's? Man muss sagen, das sind natürlich ganz klar eher amerikanische Produkte und die sind gar nicht mal so bekannt hier bei uns. Ich glaube, so KitKat ist so mit das, was wir am bekanntesten kennen. Mit der Verkaufsschlager sind aber diese Reese's, und die kennt, glaube ich, der eine oder andere auch noch hier in Deutschland oder in Europa ist das relativ präsent. Das sind aber so ein bisschen die Ausnahmen. Also es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Produkte, die insbesondere so richtige Ami-Produkte quasi sind. Sind aber auch Produkte, die so über die Zeit halt dazugekommen sind, entstanden sind, die durch Übernahmen mit ins Unternehmen integriert wurden und dann auch dazu geführt haben, dass das Unternehmen sehr, sehr stark weiter wächst. 1971 hat man diese 1-Milliarden-Dollar-Marke quasi wirklich geschafft oder geschafft zu schlagen. Und das war so ein bisschen in Verbindung damit, dass man auch mal seine Schokolade mit auf den Mond geschickt hat. Also man sieht so diese Marketing-Gags, kann man so sagen, und diesen Marketing-Vertrieb. Das ist so lange Unternehmenshistorie. Man versucht sich immer ganz gut und ganz wichtig und präsent zu präsentieren, was natürlich in gewissen Formen auch eine Bewandtnis hat. Ähnliches sieht man so ein bisschen, was so die Geschichte rund um Kakao und wo Kakao herkommt betrifft. Das weiß man ja eigentlich so ein bisschen, oder jeder, der sich so ein bisschen intensiver mit Schokoladen an sich beschäftigt hat oder Kakaobohnen, weiß, dass die meistens aus nicht ganz so guten Arbeitsbedingungen entstehen, also wie das Ganze hergestellt wird, wie das vertrieben wird. Da wird sehr, sehr viel Ausbeutung auch der Bauer betrieben, und das hat man sich so ein bisschen natürlich mit auch auf die Fahne geschrieben, dass man dagegen vorgehen möchte. 2018 hieß das Ganze dann Kakao oder Kakao for Good, also so ein bisschen der soziale und ökonomische Ansatz, Kakao nachhaltig zu beschaffen. Natürlich ist das erstmal so ein Ansatz, der wahrscheinlich nicht in jeglicher Tiefe durchgesetzt wird, aber man sieht daran so ein bisschen, dass man zumindest versucht, etwas diese Nachhaltigkeits- und damit auch Reputationsrisiken zu adressieren. Also Wohlergehen steht so ein bisschen im Vordergrund, wenn man jetzt wirklich auf die Marken und die Produkte schaut. Hier sieht man das mal so ganz gut in der Übersicht. Da sieht man auf der linken Seite hier diese Kisses, über die ich schon öfter gesprochen habe. Man sieht die Reese's, man sieht KitKat, man sieht aber auch noch viele weitere Payday, die durch große Übernahmen auch mit dazugekommen sind. Man sieht aber zusätzlich auch, und das ist zwar noch der deutlich kleinere Teil, aber man sieht ja auf der rechten Seite ganz gut auch diesen Savory, diesen etwas salty Geschmack auch, der mit hinzukommt. Und das ist, warum das so ist, gucken wir uns an, aber es hängt sehr, sehr stark auch so ein bisschen mit damit zusammen, dass man natürlich durch diesen Kakao und durch den Zucker und die Varianten, die da entstehen, mehrere Probleme adressieren muss. Man hat zum einen das Problem dieser ökologischen Nachhaltigkeit. Man hat zum anderen aber so ein bisschen das Problem, dass man natürlich sehr, sehr stark abhängig ist von bestimmten Rohstoffen, aus denen man seine Produkte erstellen muss man sagen. Also Zuckerpreise und Kakaopreise, das sehen wir gleich, die sind sehr, sehr stark angestiegen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Produktionskosten steigen und man eigentlich nicht so wirklich was dagegen machen kann. Da ist man in diesem etwas salty Bereich etwas besser aufgestellt, da man da eine deutlich höhere Flexibilität hat. Es gibt eine höhere Variation an Rohstoffen, die man dafür nutzen kann. Und das ist auch so ein Grund, warum man hier versucht, so ein bisschen zu expandieren. Ganz klar muss man sagen, bisher sind 80% der Produkte wirklich süße Produkte, und damit macht das auch den Großteil wirklich der Produktpalette aus. Es ist ein bisschen ähnlich zu Mondelez, die aber natürlich mit Keksen in diesem Bereich auch nochmal etwas anders aufgestellt sind. Mal gucken, wie sich das in den ganzen Zahlen quasi niederschlägt. Wir hatten im letzten Geschäftsjahr eigentlich gute Zahlen. Das hat sich positiv entwickelt, das Geschäft. Auch wenn man in die langfristige Historie sieht, dann sieht man eigentlich, man hat zwar Schwankungen in den Gewinnen auch mal gesehen, aber wenn man grundsätzlich auf die Margenentwicklungen, auf die Umsatzentwicklungen sieht, dann sieht man einen positiven Trend, und der hat sich eigentlich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Wenn man das hier mal so ein bisschen aufklappt, dann sieht man hier oben, wir haben einen Umsatz im dritten Quartal gehabt von 3,3 Milliarden Dollar, einen Gewinn von 519 Millionen Dollar. Damit kommt man auf eine Profitmarge von ungefähr 17%. Das ist ganz ordentlich, insbesondere im Food-Bereich ist das ganz ordentlich. Man liegt damit auch in vielen Phasen etwas über der Profitabilität von Mondelez. Und was man hier unten auch ganz gut sehen kann, dass man trotz steigender Kosten, und ich habe gerade eben steigende Zucker und steigende Kakaokosten angesprochen, die Profit- und die Grossmargen weiter hochhalten kann. Also man konnte
muss man ganz gut einfach sagen, die Kosten gut weiter an die Kunden weitergeben. Das war in den letzten Quartalen davor so ein bisschen kritischer zu sehen. Da hat man zwar auch die Kosten gut weitergeben können, hat man dadurch auch den Umsatz expandieren können. Allerdings haben die Kosten da auch sehr, sehr stark mitgezogen, was eher zu einer Verschlechterung der Marge geführt hat. Also hier sehen wir wieder einen positiven Trend für das Unternehmen. Und dementsprechend sieht man hier auch sehr, sehr viele grüne Zahlen. Wenn man jetzt auf die Unternehmensbewertung an der Börse blickt, dann sieht man unten, haben wir so ein KGV von 21. Auch da ist man auf ähnlichen Niveaus, wenn man jetzt hier Mondelez das mal als Vergleich nimmt. Ist ein bisschen günstiger meistens im KGV. Grundsätzlich muss man aber sagen, sind wir hier mit dem KGV von 21 deutlich unter den langjährigen historischen Durchschnitten. Die liegen eher so bei 25, 26. Das heißt, hier ist man eigentlich von der Bewertung her deutlich günstiger als in den Jahren zuvor. Beim Kursumsatzverhältnis hält sich das Ganze noch relativ stabil. Aber wir haben ja oben so ein bisschen auf die Graphen hier geschaut. Also man sieht, dieser deutliche Abschwung hier hat eigentlich mehr damit zu tun, dass wirklich der Kurs zurückgekommen ist und nicht so viel damit zu tun, dass das Geschäft eigentlich nicht nachzieht, weil die Gewinne halt wirklich, man sieht es hier, weiter wachsen. Die Margen sind jetzt auch wieder langfristig besser geworden. Eigentlich ist hier deutlich der Kurs zurückgekommen. Was man ja auch sehen kann, dass das Ganze im Jahresverlauf sich eigentlich sehr positiv aufgebaut hat, dann halt aber zum Ende des Jahres dieser Knick kam, der sich eigentlich auch nicht in einer Erholung wiedergespiegelt hat. Großes Thema dafür ist natürlich das Thema Abnehmspritzen. Wir haben das gesehen bei vielen großen anderen Konzernen. Bei Coca-Cola haben wir es gesehen, wir haben es bei Pepsi gesehen, wir haben es bei McDonald's gesehen, wir haben es auch bei Mondelez gesehen. Erstaunlicherweise muss man aber sagen, sind viele dieser Konzerne danach schon relativ schnell wieder zurückgelaufen. Also es war eher so eine kurze Phase des Schocks. Hier ist man noch so ein bisschen skeptischer, weil natürlich so ein paar Faktoren eigentlich noch hinzukommen, wie die hohen Zucker- und Kakaopreise. Allerdings muss man sagen, hat Mondelez ähnliche Probleme und die haben hier, bei denen hat man hier schon wieder einen deutlichen Schwung nach oben gesehen. Es hat noch ein paar andere Gründe, wenn man aber so ein bisschen in die Margen und in die Produkte von Hershey's ja wirklich reinguckt. Das hier ist schon ein bisschen älter aus dem Jahr 2018, aber sieht man so ein bisschen, was die Top-Marken im Retail-Bereich der USA sind. Da sieht man, Reese's ist so mit der große Verkaufsschlager. Hershey's wirklich als Schokolade per se auch. Wir haben KitKat, wir haben unten diese Kisses. Also man sieht ja auch ganz klar, wie man seine Produkte nach vorne stellt und diese Produkte auch wirklich so. Ich glaube, Mondelez hat so als Legacy-Produkte genannt. Bei Hershey's sind das auch so die Kassenschlager, die man ganz deutlich nach vorne stellt und wo man immer sagt, okay, wir haben einzelne Marken, die uns weiter nach vorne bringen. Und was man hier auch ganz schön sieht, ist, dass Hershey's ja sich selber als sehr, sehr starke Marke sieht, insbesondere in den USA. Und das ist ganz erstaunlich, glaube ich, insbesondere für uns in Europa, weil da die Marke, glaube ich, gar nicht allzu bekannt ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph, aber ich glaube, man spricht nicht so häufig mit jemandem über Hershey's als Schokoladenmarke. Also als ich in den USA war, dieses Reese's habe ich schon mal gesehen, aber ist in Deutschland ja kaum bekannt, genau. Ja. Genau, trotzdem, wie gesagt, ich habe es angesprochen, von den Produkten sind am Ende 82 Produkte Schokoladenprodukte. Auch da gibt es natürlich mittlerweile so ein bisschen Zero Sugar, nachhaltiger Kaugummi oder Erfrischungsprodukte. Diese Salty Snacks, die machen eigentlich nur 10% aus, also alles, was nicht süß ist, sondern halt wirklich so ein bisschen salty. Das ist 10%. Und wenn man jetzt so mal guckt, was ist national und was ist international, sagt man eigentlich 90% der Umsätze werden in den USA erzielt. Das sind nur 8 bis 10 Produkte, die man außerhalb der USA und Kanadas erzielt, also in Europa oder in anderen Ländern. Das ist nicht viel, muss man so sagen. Das sind ungefähr von diesen Milliarden, die wir gesehen haben, nur 850 Millionen knapp im letzten Jahr gewesen. Allerdings ist der Umsatz hier deutlich angestiegen. Also wir hatten hier ein Wachstum von 16% immerhin. Das hängt natürlich zum einen auch an Preissteigerungen, aber man muss sagen, das Volumen ist hier auch deutlich besser. Allerdings, und das ist ein ganz deutlicher Negativpunkt, muss man hier sagen, sind die Margen im internationalen Geschäft deutlich schlechter. Also in Europa schafft man es hier nicht so gut, zum Beispiel hohe Margen einzukassieren wie in den USA. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, den wir hier ganz gut sehen können. Also wir sehen es hier unten, die Net Sales Performance, so ein bisschen das Wachstum quasi des Umsatzes, aber hier sehen wir so ein bisschen die operativen Margen, ich habe es gerade eben angesprochen, die sind über die langfristige Historie eigentlich immer wieder so ein bisschen gewachsen, sind zwar hier in dieser Formel
Adjusted allerdings sehen wir halt hier ein beständiges Wachstum und das sehen wir auch dann dadurch, dass sich das in den Gewinnen ähnlich widerspiegelt. Also da rein operativ gesehen hat man hier eigentlich eine positive, also sieht man eine positive Performance. Ein bisschen negativer, das ist das, was ich so ein bisschen angesprochen habe gerade eben, ist halt das Thema Kakaopreis und das ist auch das, was die Aktie definitiv mit belastet. Also wir haben hier Kakaopreise, die deutlich über den langfristigen Mittelwerten liegen. Also wenn man hier zwischen 2020 und 2023 schaut. Ja. Genau. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass Mondelez nicht so stark zurückgekommen ist. Auch. Hat das was damit zu tun, dass Hershey's deutlich mehr Exposure sozusagen auf dem Kakaopreis hat, weil die viel mehr Schokolade machen und Mondelez da mehr diversifiziert ist? Ja, das, also es hat verschiedene Gründe, aber man muss halt schon sagen, wir haben ja einen deutlichen Anteil an kakaolastigen Produkten. Ja. Das haben wir bei Mondelez auch, aber da haben wir auch sehr viele, und das hat man bei den Top-Produkten von Mondelez auch gesehen, sehr viele Bakery-Produkte, also Kekse. Ja. Ja. Und diese Keks-Varianten hängen natürlich deutlich weniger am Kakaopreis. Die hängen dafür deutlich ähnlich am Zuckerpreis, den wir gesehen haben, weil auch der liegt über den langfristigen Historien, ist zwar wieder deutlich zurückgekommen hier, allerdings sehen wir, dass der Zuckerpreis trotzdem ja über den Mittelwerten immer noch so ein bisschen Abschlag eigentlich hat. Ich meine, wir haben generell viele Preissteigerungen jetzt gesehen in den letzten Monaten und mittlerweile auch Jahren. Allerdings sind das natürlich genau zwei Kernrohstoffe, die Aktie so ein bisschen belasten. Und wir können uns das gerne im Vergleich auch gleich mal anschauen. Vorher gehen wir noch einmal weiter und gucken uns wirklich so ein bisschen die Dividendenhistorie an von Hershey's, denn hier muss man ganz klar sehen, dass die Dividende über die Jahre deutlich, deutlich gestiegen ist und immer konstant auch gestiegen ist. Mittlerweile sind wir 49 Jahre ohne Dividendensenkungen, also eine ganz deutliche Historie. Und was dabei insbesondere sehr, sehr spannend ist, man sieht es hier in diesem orangenen Graph, der hier abgebildet ist, dass das Dividendenwachstum auch sehr, sehr hoch ist eigentlich und immer weiter gestiegen ist über die letzten Jahre. Also wir sehen es, wir kamen zwar von relativ hohen Niveaus in 2017, 18, 19, 20, war man eher so zwischen 6% und 8%. Jetzt ist es aber wieder angezogen und auch die letzten, und wir haben es hier gesehen, positiven Quartalszahlen haben dazu geführt, dass man die Dividende wieder angezogen hat, diesmal um 14%. Also alle, die Spaß haben an viel Dividenden und Dividendenwachstum, die sollten spätestens einen Blick mal auf Hershey's werfen, denn wenn man auch in die letzten Jahre so ein bisschen zurückgeht, dann sieht man es hier auch ganz deutlich. Also in den letzten 5 Jahren war das Dividendenwachstum durchschnittlich bei über 10%. In den letzten 10 Jahren sind wir so bei 9,5% ungefähr. Auch die CAGRs sind sehr, sehr positiv. Also da sehen wir diese Wachstumsraten auch sehr, sehr deutlich. Und wir sehen eigentlich, dass die Payout Ratios auch deutlich noch im Rahmen sind. Also auch da haben wir tendenziell noch so ein bisschen Puffer. Insbesondere natürlich, wenn die Gewinne und die Margen gerade so weiterlaufen, wie sich das so ein bisschen andeutet. Es kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, ja, was passiert jetzt mit den Abnehmspritzen, was passiert mit den Zuckerpreisen und wie sehr schafft man es sich vielleicht auch nochmal breiter aufzustellen. Wer diese Strategie aktuell sehr, sehr stark mitfokussiert, ist Michel Back, einer der wenigen CEOs, kann man so sagen, in Amerika, insbesondere im S&P 500, also einer der wenigen CEOs auch von den großen Unternehmen, muss man so sagen. Das ist ja in den USA immer noch sehr, sehr selten. Die ist aber schon etwas länger auch bei Hershey's unterwegs, also seit 2005 auch hier aktiv. Erst als CEO, hat dann viele Geschäftsbereiche auch besichtigt, war auch global im Konzern unterwegs und sie ist insbesondere die, die halt verschiedene Kanäle jetzt anstrebt. Sie versucht die Marke ein bisschen bekannter auch im Omnichannel-Bereich zu machen, also in vielen Kanälen, also quasi präsent zu haben. Und ja, versucht damit auch so ein bisschen die Expansion auch weiter voranzutreiben. Sie ist auch mit die größte Einzelaktionärin des Unternehmens, aber allerdings muss man sagen, dass das trotzdem keine großen Summen sind. Hershey's gehört zu großen Teilen auch in institutionelle Hand. Allerdings, ja, sieht man trotzdem so ein bisschen, dass ja, sie zumindest einen gewissen Anteil am Unternehmen hat. Und ja, das führt auch dazu, dass das Unternehmen so ein bisschen diesen Rückenwind bekommt. Und den bekommt man auch ganz global aus dem Markt, dem Schokoladenmarkt generell, kann man so sagen. Man sieht hier ein bisschen die Confectionery Market Size, also alles, was mit Zucker, Schokolade, allem Möglichen rund um Schokoladengestaltung quasi zu Hause ist, kann man sagen, sieht man diese deutlichen Wachstumsraten, die prognostiziert sind. Da muss man sagen, sind natürlich noch keine Einbußen, weil man
irgendwie drin abgebildet, die gegebenenfalls kommen durch irgendwelche Abnehmspritzen oder andere. Wieso? Da kann man doch noch viel mehr essen, wenn man Abnehmspritzen parallel nimmt, oder nicht? In der Theorie ja, aber der Kern dieser Spritzen ist ja wirklich, dass man sagt, okay, man versucht den Appetit zu zügeln, man kombiniert diese Therapien ja auch so ein bisschen mit Diäten, und die Angst, die viele Investoren natürlich haben, ist, dass man seine Essensgewohnheiten ändert, dass man plötzlich halt gesünder ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das und diese Langfristigkeit dieser Trends betrifft. Ich glaube zwar sehr, dass diese Abnehmspritzen, glaube ich, ein sehr effektives Mittel sind, so wie man aber Menschen kennt, ist ja Essen ja nicht nur etwas, was zwangsläufig nötig ist, sondern auch etwas, was sehr viel mit Spaß zu tun hat, mit Genuss zu tun hat, und dementsprechend auch etwas, was von vielen sehr gerne genossen wird und auch regelmäßig genossen wird, auch wenn es vielleicht in Maßen genossen wird. Wir wollen noch sonst noch mal im Vergleich zu Monde das jetzt angucken. Und auch hier sieht man das ganz gut. Ich habe die Charts mal so ein bisschen übereinander gelegt. Man sieht also ganz gut in Gelb diesen Mondelez-Chart, der relativ ähnlich gestartet ist, aber ja, ziemlich ähnliche Wellen so ein bisschen durchlaufen ist. Also die Charts laufen schon relativ parallel bis zu dem Punkt, kann man so sagen, wo es hier bergab ging, insbesondere hier für Mondelez, man aber relativ schnell wieder bergauf gefunden hat. Ja, und diesen Sprung, den sieht man aktuell bei Hershey's noch nicht. Ob der kommt, das weiß man natürlich nicht. Wenn man so ein bisschen sich den Chart nochmal etwas genauer anguckt, und wir können nochmal ganz kurz einmal hier rumspringen, da sieht man das nämlich ganz gut. Wir haben so ein paar Trends, die eine Rolle spielen. Also wenn wir hier so den letzten Trend uns angucken, der war so ungefähr in dieser Richtung. Insbesondere dieser Corona-Trend ist nicht mehr der ganz starke Trend, den es vielleicht mal irgendwie hier gegeben hat. Dieser wurde jetzt wirklich an dieser Stelle auch durchbrochen. Was wir aber ganz deutlich sehen können, ist halt, dass das jetzt ein relativ spannender Bereich ist. Zum einen natürlich wegen dieser 200-Tages- bzw. Wochenlinie. Auf der anderen Sicht aber halt auch insbesondere, weil hier sich so ein gewisse Unterstützung zeigen würde in diesem Bereich. Und das ist so ein bisschen der Bereich, in dem die Aktie auch schwankt. Also wenn man hier drunter durchbricht, dann wäre ziemlich viel Raum noch offen, allerdings hier auch nur bis 150 ungefähr, also auf dieser Ebene, da bis zum nächsten Widerstand. Allerdings haben wir hier gesehen, dass halt oftmals sich so ein bisschen an diesen 200-Tages- oder Wochenlinien aufgehalten hat und dann am Ende es immer wieder diesen Sprung zurück gab, zumindest rein charttechnisch gesehen. Ja, ähnliches Bild, wie gesagt, zum Mondelez. Ja, was ich spannend finde, ich habe mir auch gerade die Fundamentaldaten gerade nochmal aufgemacht. Wir haben aktuell eine Bewertung, die es letzte Mal 2018 gab für so einen Titel, vom KGV her. Wir haben aktuell auch eine Dividendenrendite, die es zuletzt 2018 gab. Also die letzten Jahre war die Dividendenrendite immer so also 1, irgendwas Bereich, dann haben wir 2,3%. Und gegenüber 2018, das ist der große Unterschied, 2018 gab es eine Dividendensteigerung so um die 8%. Aktuell liegt sie ja fast bei 16, das heißt, wir haben eine doppelte so hohe Dividendenwachstumsrate. Ob sie so bleibt, ist natürlich eine andere Frage, aber das ist schon ein spannender Kurspunkt auch gerade. Wir sind auf der 200-Wochenlinie, muss man jetzt ja sagen, nicht Tageslinie, sondern 200-Wochenlinie zurück. Und selbst wenn der Titel noch ein bisschen zurückkommt, dann sieht man ja auch bei 140, 100 bis 160 ist ja noch so, es waren die letzten Hochs da irgendwo dazwischen, das heißt, da ist noch ein bisschen, dass wenn noch Rückschlagpotenzial ist, nochmal eine Unterstützung. Also mich hast du schon bis jetzt schon bekommen für diese Aktie. Ich werde mir die auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und du hast aber noch ein paar andere Folien, glaube ich, mitgebracht. Genau. Ganz kurz, wir könnten an der Stelle aber schon mal so ein bisschen natürlich selber abstimmen. Ihr dürft also so ein bisschen selber schon mal überlegen, nehmen wir das in unser Aktien-Roundup-Depot mit auf. Ihr seht das Pop-Up-Fenster, klickt gerne mal rein. Wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben noch eine kurze Pro- und Konter-Slide, kann man so ein bisschen sagen. Zum Abschluss, also was ist wirklich jetzt so positiv festzuhalten? Hershey's Marktführer in den USA, insbesondere für den Bereich Süßwaren. Man hat ein wirklich breites Markenportfolio, über 100 Marken. Man hat das Ganze auch logistisch, kann man sagen, perfektioniert, dementsprechend auch relativ hohe Margen mittlerweile. Man hat dadurch auch wirklich ein sehr diversifiziertes Portfolio. Das heißt, wir haben für alle Preisklassen eigentlich ein passendes Produkt und dementsprechend hat man eigentlich wenig Möglichkeiten von außen dort anzugreifen. Es sei denn, man hat was total Innovatives als Produkt quasi entwickelt, weil halt der klassische Bereich wirklich komplett von Hershey's auch abgedeckt wird. Vom Salty-Bereich ein bisschen abzusehen, da ist man gerade noch in Angriffsbereitschaft, aber noch nicht so präsent. Trotzdem gab es in den letzten Jahren ziemlich viel Innovationskraft. Man hat auch gute Übernahmen getätigt, die Produkte eigentlich gut bei sich integrieren können. Das kann man so auf der Pro-Seite festhalten. Auf der Kontra-Seite muss man ganz klar sagen, wir haben halt diese Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen. Das ist ein Thema. Wir haben gesundheitliche Bedenken, die insbesondere auch im Zusammenhang ja auch mit diesem Abnehmspritzen stehen. Das heißt, Abnehmspritzen, die einem
den Appetit zügeln und auch Abnehmspritzen, die eventuell dazu führen, dass man ein etwas gesünderes Leben führt. Das ist so ein bisschen das, was man da eigentlich so als Kontrapunkt sehen kann. Und natürlich, man ist im internationalen Markt noch nicht so aktiv. Auch wenn man dorthin strebt, sind das eventuell Wachstumsmärkte, die aber nicht so hohe Margen erstmal abwerfen wie der heimische Markt. Dort hat man weiter sein Kerngeschäft, hat man auch weiter Potenziale zu wachsen. Also man hat eigentlich gerade zwei Wege, die man geht, neben dem klassischen Wachstum aus dem Kerngeschäft. Und das sind die die Salzwaren und quasi die Internationalisierung. Das kann man so ein bisschen festhalten zu Hershey's. Kurz zum Abschluss noch ein Blick auf unser Mitgliederdepot, also die Titel, die ich angesprochen habe, die ihr ja hier zusammengewählt habt. Als Jahresrückblick kann man so ein bisschen sagen, wir machen heute Nachmittag nochmal einen Blick auf unsere Traders Club Depots. Auch da, wie sind die Depots gelaufen, wo gab es Besonderheiten, wo ist was hoch und runter gelaufen. Ähnliches hier kurz als Überblick einmal natürlich zu eurem Depot, das ihr hier gewählt habt. Man sieht ganz gut, wir sind bei vielen Titeln relativ positiv gelaufen. Ich sage es immer wieder, hier sind keine Dividenden abgebildet, also Dividenden fehlen an dieser Stelle. BioNTech weiter so ein bisschen das Problemkind. Wir haben zuletzt wieder News bekommen, dass der Umsatz etwas geringer sein sollte, als man denkt. Man möchte aber insbesondere in 2025 bis 2026 mit den ersten Krebsmedikamenten auch auf den Markt kommen, also das so als kleiner Lichtblick. Wenn wir etwas weiter nach unten gehen zu den Titeln, die ein bisschen länger schon her sind, sehen wir insbesondere so ein bisschen bei ProSieben Sat.1 Bewegungen. Auch da sagen einige jetzt, boah, die Aktie ist mittlerweile so günstig, kann das eigentlich sein? Und da muss man sagen, da müssen wir auch nochmal einen genaueren Punkt drauf oder einen genaueren Blick drauf werfen, denn die Aktie ist mittlerweile bei knapp 5,50 Euro angelangt. Das ist schon sehr, sehr gering. Also dementsprechend ist das Unternehmen auch mittlerweile nur noch knapp über 1 Milliarde wert. Schon interessant bei so einem großen Mediakonzern, der auch sehr, sehr viele Unterunternehmen hat in seinem Portfolio. Wie gesagt, wir werfen auf verschiedene Punkte nochmal einen Blick. Wenn ihr nochmal hier einen neuen Blick auf eines der Unternehmen werfen möchtet, schreibt es gerne rein. Wir nehmen die auch gerne nochmal mit auf. Wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr noch 7.000 Euro, um diese 100.000, die wir mal ursprünglich hatten, zu investieren. Dementsprechend noch zwei Titel, gegebenenfalls, wenn ihr jetzt zumindest bei Hershey's positiv gestimmt seid. Das sieht da sehr danach aus. Sabrina sagt ganz ehrlich, Schokolade geht immer auch bei einer Diät. Das ist mal die richtige Einstellung. Genau. Für diese Aktie. Was steht die Woche noch an? Wie gesagt, heute der Jahresrückblick und unser Depotrückblick generell. Letztes Quartal, letztes Jahr seit Beginn. Wir werfen einen Blick auf beide unsere aktuellen aktiven Depots. Das machen wir alles heute Nachmittag, 16.45 Uhr für alle Mitglieder, alle Aktienmitglieder geht es hier quasi weiter. Wir haben den Market Roundup. Da werden wir nächste Woche nochmal auch einen Jahresrückblick machen, was ist generell an den Märkten geschehen, was ist gerade so zum Jahresstart schon passiert, warum ist es eigentlich auch vielleicht oftmals so üblich, dass es so ein kleiner Einbußen zum Jahresstart in den Märkten gibt. Und es geht natürlich weiter im Aktienbasiskurs jetzt auch richtig los mit dem Depotaufbau. Ich glaube, wir hatten diese Woche schon relativ viele spannende Themen rund im Aktienkurs zur wirklichen Umsetzung und nächste Woche geht es da definitiv weiter. Frank sagt noch, ich mache daher jeden Tag eine ganz strenge Schokodiät. Sehr gut, Frank. Auch sehr gut. Ich bin Fan von euch, das mache ich. Das mag ich auch, aber ich muss immer aufpassen. Absolut, ich kenne das auch. Also mit Süßigkeiten kriegt man mich gegebenenfalls auch. Es gibt so einen Insider, dass das dann gerne mal zum Frühstück schon ein Stück Kuchen isst. Habe ich noch nicht. Ist ein Gerücht, oder? Ein Gerücht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns. Schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.